Entscheidung, auf diesem Institut zu studieren, war eigentlich eine ganze Reihe von Ereignissen, die mehr oder weniger entstanden sind, weil ich komme ursprünglich aus der Grafik und Fotografie war eigentlich mehrere Jahre mein Standpunkt. Ich habe das auch studiert, mehrere Jahre in Spanien gelebt. Und vorwiegend früher also in Ecuador aufgewachsen und bin eigentlich immer sehr schnell mit kulturellen Thematiken unterwegs gewesen, in Kriegsgebieten fotografiert und unterschiedliche Aspekte einfach der nicht so schönen Teile der unserer Gesellschaft gesehen, in Ländern, wo es sehr, sehr hart zugeht. Und bin dann über sehr viele Wege nach Wien gekommen und habe mich umgesehen, was sich mit den Werkzeugen, die ich sah, meine Arbeit sowieso schon anwende, dann aber auch irgendwie künstlerisch, sagen wir mal, weiterentwickeln lassen. Und mein Interesse zu Film, zu Video, aber gleichzeitig auch zu Technologie sind Themen, die für mich eigentlich immer schon interessant waren. Und gerade eigentlich auch in unserer Gesellschaft, in der eigentlich überhaupt nichts mehr, sagen wir, ohne Technologie und ohne Vernetzung, ohne Internet, ohne dieses Riesenfeld, was uns eigentlich umgibt, möglich ist. Und von dem her war die digitale Kunst eigentlich ein Feld, was für mich sehr, sehr gut gepasst hat und ich auch einen sehr guten Zugang gefunden habe zu ihr und auch mit Ruth einen sehr guten Professor gefunden habe, die mich auch sehr, also sagen wir, sie hat mich weit gebracht in dem Prozess dieser Jahre jetzt. Das ist einfach ein weiter Begriff, eigentlich auch immer diesen Versuch, einen Begriff zu finden für einen Komplex, der sich vielleicht einfach zusammenfassen lässt, was ist Technologie und was ist unser Standpunkt in diesem ganzen Wirren, in dieser Umgebung eigentlich, die sagen wir, Jahr für Jahr oder einfach Zeit für Zeit immer mehr Druck, sagen wir, auf uns einübt und wo Maschinen und unterschiedliche Roboter, Technologien in jeglicher Form immer mehr Überhand nehmen, eigentlich auch in Räume, in Arbeitsräume und in private Räume, sagen wir mit den ganzen Smart City Themen, mit den Smart Houses und alles wird automatisiert. Diese Arbeit heißt Mirage und ich arbeite mit unterschiedlichen Aspekten von Licht und Visualisierung von gewissen räumlichen Phänomenen schon seit einiger Zeit. Ich habe eine Arbeit vor dieser Arbeit entwickelt, die über ein Jahr fast gedauert hat, wo es um Visualisierung von elektromagnetischen Schwingungen geht. Und das ist eben entstanden in Kooperation mit Christina Kubisch und da wurden eben auch Lichtdiagramme entwickelt, die aber in dem Fall, sagen wir, konkrete Visualisierungen von Quellen elektromagnetischer Strahlung sind. Also wo ich mit Licht so arbeite, dass ich diese Frequenzen, sagen wir mal, aufnehme über die Sensoren und die werden dann gleichzeitig in Licht wieder abgespiegelt und mit Fotografie vereint. Das kann man auch online sehen, da gibt es auch Beispiele dazu. Aber in diesem Fall wurde ich eingeladen zu einer Artisan Residency in Lons am See, mit dem ich dann ein Projekt entwickeln sollte, was eben an diesem wirklich sehr besonderen Ort in der Natur entstehen sollte. Und ich habe mich mit
ja, mit dem Thema Licht einfach auseinandersetzen wollen, aber auch gleichzeitig dieses Thema Technologie und wiederum dieses Natur, weil das ist ein Naturschutzgebiet, wie kann ich, sagen wir, einen Dialog mit meinem technologischen und meinem Eingriff finden und der wiederum über dieses natürliche Umfeld wieder zu sich gemacht wird. Also sagen wir, die Natur, das Wasser generiert eine Art Kommunikation oder sagen wir mal so eine Art Katalysator, mit der ich meine Intervention und das Wasser als Spiegelung, daher auch der Name Mirage, vereine. Und was man halt sieht auf den Aufnahmen sind rechteckige Formen, einfach als das Rechteck hat einfach auch von der Symbolik einfach schon einen sehr starken, menschlich eingreifenden, geometrischen, architektonischen Aspekt, der in der Natur fast überhaupt nicht zu finden ist. Und für mich war einfach dieses Symbol dann einfach klar, das, was der Eingriff ist vom Mensch, und die Natur macht dann wiederum ihr eigenes, weil wir uns letztendlich der Natur unterwerfen müssen, wir sind ja letztendlich, sagen wir mal, Teil ihrer, macht ihr eigenes Spiel damit. Und wir müssen uns dann wieder dem anpassen. Und das war so ein bisschen so ein Versuch, das visuell umzusetzen. Und nach langer, sagen wir mal, organisatorischer Arbeit, vor allen Dingen gerade, weil das Natur geschütztes Gebiet ist, musste das halt auch umgesetzt werden in einer Form, dass es eben funktioniert. Und auch gemäß ist der Vorgaben. Ja. Und was man halt auf diesen Bildern erkennen kann, ist, dass ich eben mit Langzeitbelichtung arbeite. Und man sieht das auf dem Video sehr gut, dass ich quasi mit dieser Lichtstange, die auf dem Boden montiert ist, einen ganz klaren Rhythmus eingebe. Also es ist so programmiert, dass da mal die Lichtabstände gleich sind. Und in diesem Video funktioniert es so, dass zwei Kameras quasi parallel stehen, die gleichzeitig zeitgleich aufnehmen. Und einmal hat es ein Video und einmal ist es ein Foto. Und dadurch kann ich eben quasi diese Elemente, die auf dem Foto sichtbar sind, mit dem Video vereinen. Und dann, sagen wir mal, so repräsentieren, dass es, sagen wir mal, zu dieser Fusion kommt, dieser zwei Komponenten, also diese zeitliche Komponente eben im Video sieht man halt nur diesen Moment. Und auf dem Foto hat man halt diese Konstruktion, die da entsteht. Und auch in diesem Foto kann man sehr, sehr gut sehen, wie sich zeitlich auch von den Formen die Wellen, die entstehen. Und hier am Anfang sieht man noch die Wellen, die noch von der Umgebung, vom Wind, von der Natur vorgegeben sind. Und dann mache ich halt mehrere Runden. Und es entsteht plötzlich eine ganz eigene Form, und hier sieht man, das Wasser ist schon ganz unruhig. Und hier sieht man einfach, das sind einfach ganz unterschiedliche Zeiträume auch, wo sich diese Welle einfach auch nochmal ausbreitet. Und man dadurch irgendwie auch nochmal so ein, dass die zeitliche Komponente ist auch sehr, sehr interessant zu sehen, also in diesen Bildern. Ja. Ich hatte eine Idee, auf dem Wasser zu arbeiten. Ich war nämlich im März letztes Jahr in China, in Chongqing, auf einer einmonatigen Residency auch. Eine Kooperation, die auch zwischen einem Teil der Uni stattfand. Und dort hatte ich eine Idee, auf dem Yangtze, auf dem Fluss zu arbeiten. Und da hatte ich schon annähernde Ideen, wie so etwas entstehen konnte, aber noch nichts konkret. Und die Einladung hatte ich schon gehabt, also ich wusste schon, dass ich dafür arbeiten konnte, für das Projekt mit dem Wasser, und es musste ja auch langzeitig vorher schon alles geplant sein, um die Genehmigung überhaupt zu bekommen auf dem Wasser. Und es war natürlich alles nicht so leicht wie gedacht, weil wir hatten erstmal zwei Wochen, also es waren drei Wochen insgesamt, anderthalb Wochen nur Regen, also es war wirklich nur Wasser und ganz schwer darauf zu arbeiten, weil das ja alles sehr sensibel ist, mit Wasser geht da gar nichts. Und von dem her hatte ich sehr viel Zeit noch nachzudenken und mich halt irgendwie darauf vorzubereiten, als es dann losging. Und ich arbeite ja immer mit einem Team von Leuten, die sehr, sehr professionell arbeiten und gerade eben
mit Nicola von Leffern und mit Jakob, die eben Kameraregie und sagen wir, diese ganze Konstruktion von außen sagen wir, auch nochmal betrachten vom Bildlichen und sagen wir eine sehr gute sagen wir, Dynamik einfach finden, wie jeder einfach auch seine eigene Sache mit reinbringt. Und da entstehen dann immer vor Ort neue Ideen, auch wie sich zum Beispiel hier das Wasser bricht. Das waren Sachen, die kann man gar nicht vorhersehen. Und das sind einfach Momente, wo du sagst, boah, außer da entsteht was Neues gerade und du hattest eine Idee, was entstehen sollte. Aber dann entsteht dann im Arbeitsprozess einfach ein neuer Ansatz, wo du sagst, nein, schau, jetzt versuchen wir das mal mit mehreren Räumen, die dann entstehen und wie schaut das dann aus? Und das ist eigentlich das, was es spannend macht, vor Ort auch sich zum Beispiel gerade auf dem Wasser. Im Wasser habe ich sagen, der von auch noch nie gearbeitet und da sind einfach ganz andere Kräfte, die da plötzlich total kommen und man sagt, okay, wie gehe ich damit jetzt um? Wie gerade mit Regen und so, da musste man das halt alles schützen. Und dann gab es halt so Unwetter mit so unglaublichen Blitzen, dass ich halt teilweise auf dem Wasser war und die mich angerufen haben von allen Seiten, ich muss sofort raus, weil das ist ja klar, so eine Stange auf dem Wasser ist natürlich nicht gerade ideal. Aber ja, das sind, wie gesagt, Prozesse, die entstehen einfach während dem Arbeiten oft. Und das finde ich sehr interessant, ist, dass man sich nicht festlegt auf ein Konzept, sondern einfach offen bleibt und Dinge dann plötzlich sieht, das macht mehr Sinn.